Finale bei Meisterdetektiv Pikachu. Das Pokémon Festival ist im vollen Gange und um 20 Uhr in-game soll der Wirkstoff R freigesetzt werden. Wir haben gelernt, es gibt flüssigen Wirkstoff R, gasförmigen und kapselförmigen. Das sind die drei. Und wir haben auch schon gelernt, dass wir den gasförmigen wahrscheinlich in Luftballons antreffen. Deswegen werde ich jetzt hier Pikachu erstmal befragen, wie es aussieht. Hier scheint nichts zu sein. Was? Also wir sind... Das hat mal hervorragend geklappt. Pikachu meinte, wir sollen uns auf den Plaza selbst beschränken. Und das sind die einzigen Ballons, die ich hier sehe. Oder war das nicht so krumm gemeint? Es gibt hier viele Ballons. Und auch die Beweislast der anderen Zeugen etc. war erdrückend. Ein Kind durfte nicht an einen der Luftballons. Und ein zwielichtiger Mitarbeiter hat da schroff abgewiesen. Ich kann nicht ran. Oh, Maiko bewacht die Luftballons. Oh, oh, könnte das was bedeuten? Ich komme auch an die nicht ran. Das war vielleicht nur Absicht. Aber jetzt hier. Echt jetzt? Luftballons waren die Spur. Okay, aber am zweitmeisten gefragt waren die Snacks. Da soll die flüssige R-Form vertreten sein. Und dieser Stand ist auch verdächtig. Verstehe, die Snacks hier sind wirklich verdächtig. Lassen wir sie von Voltenso überprüfen. Tenso. Was? Sie riechen nach R? Wir haben es geschafft, Pikachu. Flüssiges R gefunden. Okay, überlassen wir den Rest im Inspektor und suchen nach den anderen R. Okay. Hey Tim, wie geht's? Wie steht's? Hat dir jemand gerade von R gesprochen? Oho. Wer ist dieser Herr Tim? Das ist Roger Clifford, Produzent bei GNN. Brad McMaster, angenehm. Sie wissen also über R Bescheid. Die Sache ist die, wir gehen gerade Informationen nach, laut denen der Wirkstoff auf der Route der Parade platziert wurde. Doch kein Grund zur Sorge, wir machen gute Fortschritte. Und ihm dürfte das nicht schmecken, ne? Er ist wohl das faule Ei. Ich habe auch nichts anderes von der hervorragenden Polizei dieser Stadt erwartet. Was denkt sich dieser Typ eigentlich dabei, einfach über R loszuplaudern? Ich muss dann wieder los, Tim. Pass gut auf dich auf. Pikachu kann ja keine Attacken einsetzen. Lauf besser weg, wenn es gefährlich wird. Das war schon bei Gefahr weglaufen. Der Tipp weiß einfach über alles Bescheid. Möchtest du dazu was sagen? Hey, Tim! Roger weiß jetzt also über R Bescheid. Naja, das können wir jetzt nicht mehr ändern. Gehen wir Emilia berichten, dass wir einen der Wirkstoffe gefunden haben. Ja. Also es musste wirklich erstmal zu den Snacks explizit gehen, nicht zu den Ballons. Und auch der Chef, ne? Hey Tim! Hey Tim, du hast auf dem Schiff gute Arbeit geleistet. Guten Abend, Mr. Graham! Bedeutet deine Anwesenheit hier etwa, dass irgendetwas passiert ist? Nein, ich wollte einfach mal auf einen anderen Gedanken kommen. Schön, schön. Ich auch. Dass Gino festgenommen wurde, hat mich ziemlich getroffen. Die Lust auf eine Kreuzfahrt war mir gehörig vergangen und so verließ ich das Schiff. Verstehe. Selbst ein Typ wie der kann also auch mal sentimental sein, wir hätten das gedacht. Aber es war eine gute Idee herzukommen, denn wenn du hier bist, wird bestimmt etwas Interessantes passieren und dann bin ich direkt vor Ort für eine Exklusivmeldung. Was? Mann und Witz. Wie lustig. Mein Mitgefühl hätte ich mir offensichtlich sparen können. Exklusivmeldung, es ist doch klar. Gut, das sind zwei faule Eier. Aber so habe ich es ja schon im vierten Kapitel predicted. Hier scheint nichts zu sein. Du hast R gefunden? Fantastisch! Dann fehlen nur noch zwei, wo sie nur versteckt sein könnten. Wollen wir doch nochmal drüber nachdenken, wo die Wirkstoffe versteckt sein könnten. Lass uns überprüfen, ob das gasförmige R vielleicht in den Luftballons steckt. Ja, die Kapseln? Über das kapselförmige R können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen. Lass uns zuerst nach dem flüssigen und dem gasförmigen R suchen. Gut, wie gesagt. Sprich mich an, wenn du was entdeckst. Es wurde explizit gesagt, wenn jetzt passiert was bei den Ballons.
Vielleicht nicht unbedingt bei denen, aber vielleicht schon. Muss ich auf die andere Seite oder so? Kapseln sollen wir uns noch nicht mit auseinandersetzen. Warte, wenn wir auf der Seite waren... Obwohl, wir waren doch schon... Ja, Moment. Entschuldigung, alles gut. Ich mal links runter. In der Hoffnung, dass dann dort der Hinweis ist. Das gasförmige R. Ja, ich probiere jeden Ballon einfach mal. Gibt es einen richtigen... Ah, ja. Ach, das wird bewacht von denen. Was? Dachte, das wär's. Jeden einzelnen Ballon brauchen wir nicht abchecken. Was ist besonders verdächtig? Gasförmiges R, ich finde dich. Ich nicht. Naja, ich habe jetzt schon einige der Ballons untersucht, nicht wahr? Ihr wolltet einen Ballon. Das ist nichts. Dann gib mir mal einen Tipp, bevor ich mir einen Ast absuche. Wir suchen also viele Luftballons, die sich im Blickwinkel einer Kamera befinden. Schauen wir uns doch mal das Bündel mit vier Luftballons gegenüber von Brad genauer an. Brad McMaster? Der ist doch... Eigentlich war der hier. Eigentlich war der hier. Aber... Ursprünglich stand er ja weiter links in dem Bereich und da ein Bündel. Ich dachte, er kümmert sich. Okay, es müssen explizit die sein, wobei es sind nur drei. Hier sind vier. Das ist gemeint. Diese Luftballons also. Es gibt 1000 Luftballons, ich untersuche alle und das, die, die man wirklich ansprechen muss, wenn man so will, sind die letzten. Diese Luftballons also. Stimmt, sie befinden sich vor der Kamera und auf einer Route der Parade. Ja, rufen wir Voltenso und bitten es, die Ballons zu untersuchen. Oder zu beschnüffeln. Voltenso! Es sagt, es kann definitiv R riechen. Sehr gut, damit hätten wir das gasförmige R gefunden. Also, jetzt fehlt nur noch eine Form von R. Ja, das ist ein Kapselform, das Keith auch schon eingesetzt hatte. Keith hatte es damals geworfen. Der Täter mit dem kapselförmigen R muss also irgendwo hier auf dem Blaser sein. Haben wir nicht bei den Befragungen zu den Luftballons und den Snacks mehrfach von einer auffälligen Person gehört? Der Mann mit der gelben Kappe! Stimmt, ein Mann mit einer gelben Kappe! Okay, suchen wir nach ihm. Nanu, Pikachu, schau mal, dort drüben! Wetten, er kommt ausgerechnet jetzt. Wenn man total unauffällig sein will, muss man unbedingt sich eine knall-quietschgelbe Kappe aufsetzen. Ist doch so. Der Kerl trägt eine gelbe Kappe. Tim, schnapp ihn dir. Ja, aber wenn wir ihn jetzt einfach hinterherrennen, kann er leicht entkommen. Nein, das ist unsere Chance, Tim. Die Polizei ist auch gerade gekommen. Du hast recht. Jetzt steht dem Täter nur noch die rechte Gasse offen. Inspektor McMaster, wir brauchen Ihre Hilfe. Wir wollen den Mann dort in die Enge treiben. Alles klar, ich übernehme die rechte Seite. Du hast dich wirklich gemacht, Tim. Dann mal los, wir verfolgen ihn von dieser Seite aus. Von dieser Seite. Das macht's praktischer. Okay, gehen wir. Ja. Ob jetzt einiges passiert? Er ist so unauffällig. Er ist so unauffällig. Zwischensequenz Party? Wäre cool. Sah fast so aus. Sie können nicht entkommen. Gib auf, du Halunke! Schnapp ihn dir, Voltenso. Tenso Ten. Wudusch. Alter, nur die bloße Anwesenheit hat ihn umgehauen. Nicht Brüller, wie heißt das? Die Technik, wo dann die gegnerischen Pokémon direkt Angriff gemindert sind. Ah, ich hab's gerade nicht auf der Zunge. Puh, damit hätten wir alle eher sichergestellt. Ja, so ungern ich es auch zugebe, Voltenso und der Inspektor haben gute Arbeit geleistet. Bedroher, oder? So. We did it! We were able to find all of them! Na, das ist doch mal ein Ansatz hier.
Gut, ich wäre mir nicht sicher, dass es alle sind, aber immerhin. Tim! Kommissar Holiday! Perfektes Timing. Soeben haben wir er in all seinen Formen sichergestellt. Gute Arbeit, aber ich habe schlechte Nachrichten. Wie es aussieht, gibt es noch eine vierte Stelle, an der er platziert wurde. Was? Wie kommen Sie darauf? Ich habe es vorhin beim Verhör von Keith erfahren. Ich nehme an, er hat diese Information nur aus Überheblichkeit preisgegeben, weil er denkt, dass wir den Wirkstoff bis um 20 Uhr sowieso nicht mehr finden. Wie bitte? Dieser Keith macht echt bis zum Schluss Probleme. Das war doch kooperativ. Das war doch für uns gut, dass er das gesagt hat. Hat Keith sonst noch irgendwas gesagt? Über das letzte R weiß ich sonst leider nichts, aber ich habe andere Dinge herausgefunden. Worüber möchtest du mehr wissen? Über alles oder nicht? Die Verbindung zwischen Keith und dem Drahtzieher. Anscheinend hatte Keith seine Anweisungen per Telefon und per Brief erhalten. Per Telefon und Brief? Ja, und das nicht gerade selten. Das ging auch nach seiner Flucht aus dem GNN-Gebäude so weiter. Vor kurzem hatte er dann die Anweisung erhalten, das vierte R zu platzieren. Er behauptet, der Drahtzieher habe sich immer bei ihm gemeldet. Keith selbst hat angeblich keine Kontaktdaten von ihm. Der Drahtzieher. Wie es aussieht, ist Keith die Identität des Drahtziehers nicht bekannt. Er hat einfach nur die erhaltenen Anweisungen ausgeführt. Der wahre Täter macht sich also nicht selbst die Finger schmutzig, sondern lässt andere diese Arbeit für sich erledigen. Er ist ziemlich vorsichtig. Er ist ein Feigling. Unglaublich, dass einer von den GNN-Mitarbeitern es sein könnte. Ja, ich weiß, es ist hart, aber wir müssen auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Harrys Aufenthaltsort. Was? Darüber weiß er mehr? Nee, weiß er nicht. Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Über Harrys Aufenthaltsort konnte ich nichts in Erfahrung bringen. Verstehe. Wenn einer etwas weiß, dann der Drahtzieher. Keiths Tatmotiv. Keiths Tatmotiv war schlicht und einfach die gute Bezahlung, das ist alles. Der Typ ist echter Abschaum, da kommt's mir hoch. Soll ich das glauben? Naja, glauben wir das mal, dass Keith nichts wusste, aber wir wissen ja, wer der Drahtzieher ist. Oder einer von beiden, oder beide. Wir müssen nach dem letzten R suchen. Es tut mir leid, dich darum bitten zu müssen, aber wir brauchen deine Unterstützung. Natürlich! Danke, du weißt gar nicht, wie sehr deine Anwesenheit die anderen motiviert. Aber wenn du denkst, dass es gefährlich wird, sag sofort mir oder den Inspektor Bescheid. Ich werde diesen Mann verhören gehen. Entschuldige mich, Tim. Warum? Hat er doch schon gemacht, WTF? Hey! Ich dachte, wir hätten sie alle gefunden. Jetzt gibt es doch noch ein R. Da hat Keith uns ein echt unglaubliches Abschiedsgeschenk überlassen. Wir müssen den Wirkstoff so schnell wie möglich finden. Wo könnte er nur sein? Mal überlegen. Ich denke, wir konnten die Suche eingrenzen. Wie? Du weißt, wo er sein könnte? Ja, pass auf. Wir müssen unsere grauen Zellen auf Hochtouren bringen. Das flüssige und gasförmige R haben wir bei der Treppe bei den beiden Buden gefunden. In den Bereichen wird der Täter das verbliebene R nicht abgelegt haben. Das heißt, wir müssen überlegen, wo er sonst noch für das meiste Chaos sorgen könnte. Für das meiste Chaos? Die Treppe mit den Luftballons war doch schon abge... Das auch, also mit dem Springbrunnen. Ja, das vermute ich auch. Wir sollten ihn genau unter die Lupe nehmen. Okay. Das gute alte Ausschlussverfahren. Aber so habe ich eben mit der Suche schon ein bisschen versucht nachzudenken, wisst ihr? Rechter Bereich, linker Bereich und jetzt der Blaser. Tim, hast du R gefunden? Ja, ich habe alle drei Formen von R gefunden, aber wie es aussieht, gibt es noch eine weitere Stelle, an der der Wirkstoff versteckt ist. Das hat Kommissar Holiday von Keith erfahren. Eins wundert mich. Keith sagt, oh, es gibt noch eine vierte Stelle. Als ob, weißt du? Oder hat er wahrscheinlich nur gesagt, es gibt vier verschiedene Stellen. Ach, was ein Blödsinn eigentlich. Ich hinterfrag's nicht. Oh nein! Ich werde danach suchen. Es ist nur eine Vermutung, aber ich denke, das letzte R ist auf diesem Platz versteckt. Ich werde auch überlegen, wo es sein könnte. Okay, danke. Los, Tim, spielen wir das letzte R auf. Sprech mich an, wenn wir irgendwo sind, wo es sein könnte. Ja, was sehr Zentrales, würde ich sagen. Springbrunnen. Fragen wir doch direkt den. Das ist kein schlechter Gedanke, aber wäre es nicht leichter, den Wirkstoff von einem höheren Punkt aus freizusetzen? Ein höherer Punkt. Was mit diesem Gebäude? Irgendwie komme ich da rein? Der Uhrenturm, verstehe. Er fällt einem sofort ins Auge und ist auch sehr hoch. Ja, sehen wir uns drinnen um. Tim! Verstehe. Ist er in diesem Uhrenturm? Das war halt der Hinweis, dass es von oben sein muss. Aber ist auch zentral. Ja, wahrscheinlich. Wir haben nur noch 10 Minuten. Beeilen wir uns! Aber immerhin, das meiste ist ja schon deeskaliert, nicht wahr?
This thing is huge. And it could really cause mass panic, too. We can't let this thing get triggered. Amelia, there's not much time. Could you contact Inspector Holliday? We'll try and see if we can stop this machine. Yes, absolutely. I'll make sure to get him here right away. Please be careful. Deaktiviere die R-Maschine. Ich denke, hier sind nur Kapseln, aber in Ordnung. Ready? Let's do this. Where should we start? It looks like it's supposed to mix the liquids on either side in the central tank. This machine looks important. Let's open it up. All right. Habe ich mir schon fast gedacht. Wow. The culprit definitely put some effort into making this thing. Come on, let's disarm it. You know how to do that? I think I've got the basic idea. I know how to handle most varieties of machinery. So, let's do it. First, we need to take out these screws. Are you sure? Trust me, I don't call myself a great detective for nothing. Gut, das machen wir so. Übrigens lustig, dass hier diese Riesenmaschinerie ist und scheinbar nicht abgeschlossen. Jeder könnte reinlaufen und das entdecken. Und sich denken so, huch, hier wird aber was Komisches gebraut. Ah, it's this type. All right. Hold the cable connected to the machine. Ich habe jetzt nur mehrere Drähte erwartet, wo man den richtigen Draht durchtrennen muss oder sowas, wie in einem schlechten Film. Pikachu, the time! Don't panic. This is... Tim, I got it. The machine will stop if we push the four buttons in the order they light up. First, press the red button at the center, the one that's lit up. Und jetzt merken. Der erste ist einfach. Aber das kann es noch nicht gewesen sein. Nichts im Vergleich zu Donkey Kong Country 3. Aber jetzt aufpassen. Das war's schon. Easy peasy. It stopped? Yeah, we're safe now. Das hätten sie schon schwerer machen können. We did it. You really did know how to disarm that machine, Pikachu. Yeah. They had an article about this stuff in last month's Detective Journal. What? Detective Journal? Yeah, that was a joke. All great detectives have this kind of skill. All right. Time for a final thought. In all the cases we've solved, there was one where Keith tried to directly cause you harm. Which one was it? Auf mich abgesehen. Wir sehen die verschiedenen Kapitel. Griffel, Finontor, Tromborg, dann Krebotak, die Yanma-Zusammenstöße und Kecleon. Vorfall im Tantipark. Die Griffel sind frech geworden und haben die Halskette des Mädchens gestohlen. Was sollte das mit uns zu tun haben? Vorfall in der Lichtelhöhle. Finontor ist ausgerastet und hat den Eingang der Höhle zum Einsturz gebracht. Könnte das? Ich weiß nicht. Vorfall im PCL. Carlos war es, der er auf Tromborg angewendet hatte. Da war ja auch eine Reportage angedacht. Andererseits... dachte ich halt, weil wir... denen in die Quere gekommen sind, oder nicht? Vorfall auf Capucci Island. Luis hat Krebotak zum See gebracht und es wütend gemacht. Ihre Motive kennen wir ja. Keith hat alles so organisiert, dass die Kameras von oben auf Tim fallen würden. Und das ist doch wohl das, wonach gerade gesucht wird, oder? Gino hat Kecleon den Inhalt des Koffers stehen lassen. Ich tippe... darauf, weil das ging auf mich, so wie Pikachu gerade sagte. Yeah, that's right.
You were involved in an accident that was all set up by Keith. But in order to cause that accident, Keith needed time to prepare beforehand. So how do you suppose he was able to do that? Is there a clue that could let us know? Keith hat per Brief und per Telefon Anweisungen vom Drahtzieher erhalten. Selbst Keith kennt die wahre Identität des Drahtziehers nicht. Selbst Keith hat keine Ahnung, wenn einer mehr Infos hat, dann der Drahtzieher. Keith war nur auf das viele Geld aus, das für seine Dienste gezahlt wurde. Was führt uns weiter? You're right. Keith must have been working with some kind of mastermind. That's how our information was leaked. There were only three people who knew we were headed to GNN. And I'm not including Amelia. Ethan, Roger, and then Mako. I think the mastermind has to be one of those three. Is there any definitive testimony that shows us who it is? Da bin ich echt noch am Überlegen. Lass uns noch mal ganz kurz zusammenfassen. Voll bei der Sache. Maiko sagte, ich werde voll bei der Sache sein. Welche Aussage stellt eine Verbindung zu Keith her? Roger sagte, Pikachu kann ja keine Attacken einsetzen. Mr. Graham sagte, wenn hier etwas passiert, können wir exklusiv darüber berichten. Für mich bist du's. Was? Tim, think it through. What could be the connection between Keith and the Mastermind? Warum? Mit den Attacken? Ach Moment, nur er weiß, dass Pikachu das überhaupt nicht kann. You know, Keith was the only one we told that I'm not able to use any moves. So, the person with that information has got to be the mastermind behind all this. Then that can only mean... A bolt? A brilliance! The culprit is... Roger!